Hallo und ganz recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Outrider und das hier ist ein neues Spiel auf meinem Kanal, der Car Mechanics Simulator 2018. Und das Spiel ist auf Steam für um die 20 Euro zu erhalten. Und es dreht sich quasi alles darum, Autos zu reparieren und zu restaurieren. Ihr habt die Möglichkeit, ein eigenes Auto zu haben und ihr habt die Möglichkeit, Aufträge zu erledigen. Und ich dachte mir, ich klemme mir einfach mal sämtliche Tutorials und ich überspringe auch so die ersten Phasen des Spiels. Ich habe also hier schon so ein bisschen vorgearbeitet und eine, ja, die erste Ausbaustufe der Werkstatt. Denn normalerweise ist hier quasi diese Wand komplett zu. Ihr habt also diesen Bereich nicht, ja, wo ihr also diese Reparatur, wo ihr diesen Reparaturtisch habt, wo ihr also Fahrzeugteile reparieren könnt. Und ihr habt auch nicht den Diagnosepfad von Anfang an, wo also Bremsen und Stoßdämpfer und alles vom Fahrwerk generell getestet werden. Ihr habt auch diverse Sachen nicht, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil ich hier kein Auto habe, aber es gibt auch diverse Diagnosegeräte, die man also zur Verfügung hat, um ein Auto zu reparieren. Und ich dachte mir, wir fangen einfach mal ganz plump direkt mit einem Auto an. Ja, hier ist jetzt natürlich irgendwie nichts, was einfach schnell wäre. Ja, hier ist also so viel zu machen, das ist unglaublich. Ich hätte jetzt darauf getippt, dass hier irgendwas ist, was schnell geht. Wir nehmen einfach mal, ist jetzt weg? Das ist weg, ne? Schande. Ja gut, dann machen wir das anders, dann nehmen wir einfach mal, machen wir den hier, nehmen diesen Auftrag an. Und dann lädt das Spiel eine ganze Weile. Und dann steht da unser Auftrag. So, das ist jetzt also unser Auto. Wie wir sehen, das ist auch schon ein bisschen runtergekommen. Das ist also hier, auch wenn es aussieht wie Durchfall, aber es soll Rost darstellen. Hier können wir also sehen, was hier los ist. Ich kann das Auto nicht anmachen. Bauteil wurde nicht gefunden. Bedeutet, dass er nicht weiß, was los ist, warum das Auto nicht angeht. Ich höre Lärm beim Beschleunigen. Ich tippe also darauf, dass Krümmer oder Auspuff kaputt sein werden. Irgendwie rüttelt im Getriebe. Irgendwas rüttelt im Getriebe. Aha, da haben wir es also. Also typischer Kupplungswechsel einmal. Repariere das Schaltgetriebe. Aha. Schwungrad, Kupplungsscheibe. Obwohl der Motor auf die nötige Umdrehung kommt, beschleunigt der Wagen nicht. Ich denke, das Auto kann er nicht anmachen. Das ist doch widersinnig. Na egal. Ja, da das Auto eh nicht fahren kann, werden wir es also hier mal bewegen. Und zwar auf unsere einzige vorhandene Hebebühne. Und ja, wir öffnen direkt die Haube, da sehen wir den Motor. Was wir hier jetzt machen werden, und wir sehen hier schon das Getriebe, das sieht also auch alles ziemlich angegriffen aus. Und der Krümmer ist definitiv schon mal hin, das sehe ich. Was wir jetzt machen, ist... Wir sehen das hier. Ja, ich habe hier also schon ein paar Diagnosegeräte freigeschalten und ich werde jetzt einfach mal erstmal die Bordspannung durchmessen und gucken, ob hier irgendein Fehler vorhanden ist. Und wir sehen, es ist alles in Ordnung. Anlasser, Batterie, es funktioniert alles. Das heißt, das war schon mal negativ. Aber damit war es das ja noch nicht, denn wir haben hier nochmal ein Druckmessgerät. Dieses Gerät zeigt dir den Zustand des Motors an. Es werden alle Bauteile geprüft, wie der Zylinderkopf, der Motorblock sowie die Kolben. Das checken wir jetzt also auch einmal. Für den Fall, dass also vielleicht einer der Kolben defekt ist und für das Nichtziehen des eigentlich sowieso nicht anspringenden Motors verantwortlich ist. Aber wir haben gerade gesehen, das ist alles in Ordnung. Damit bleibt nur noch einmal das Auslesen, ja, den Fehlerspeicher prüfen, ob irgendwas im Fahrzeug defekt ist. Und wir sehen, auch da ist alles in Ordnung. Das heißt, es handelt sich wahrscheinlich um rein mechanische Probleme. Was wir jetzt hier machen können, ist Prüfungsmodus. Im Prüfungsmodus können wir also so einzelne Sachen feststellen. Ja? Das sind jetzt also alles, was wir hier farblich angezeigt sehen, sind Sachen, die wir also mit unseren Messgeräten prüfen konnten, die also von Sensoren oder sonst irgendwas erfasst werden. Und wir sehen, das ist alles in Ordnung. So, wenn man aber weiter weggeht, ist das also wieder verschwunden. Was ich aber so schon sehe, ist ja wie gesagt, dass das Getriebe halt
ziemlich im Argen ist. Und wir das auf jeden Fall irgendwie rausmachen müssen, da wir sowieso die Kupplung erneuern müssen. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch direkt an. Ja? Wir heben dazu das Fahrzeug erstmal hoch. Warum heben wir das Fahrzeug hoch? Ganz einfach, wir müssen erstmal die Räder demontieren. So, das können wir hier machen. Wir können also jetzt hier dieses Rad anklicken. Und dann müssen wir die einzelnen Radbolzen lösen, bis wir das Rad runter haben. Und wie wir sehen, boah, das sieht hier alles relativ vernünftig aus. Jetzt demontieren wir den Bremssattel. Wir müssen also die komplette Bremse runterholen, weil wir die Antriebswelle demontieren müssen. So, jetzt ist die Antriebswelle raus. Ja, das war mein Denkfehler. Die andere Seite muss ja schließlich auch raus, ja? Denn für jeden, der nicht so mit Autos zu tun hat, die Antriebswellen gehen ins Differential. Und das Differential ist bei den meisten frontangetriebenen Autos sowieso schon mal im Getriebe integriert. So. Es hilft übrigens immer, wenn ihr das Bauteil, was ihr demontieren wollt, anklickt, denn dann geht der Zoom auf das zu demontierende Bauteil. So, jetzt haben wir das hier raus. Ja, da haben wir vordere Antriebswelle, ja. Demontieren wir jetzt. Und dann ist hier raus. So. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, komme ich von unten an den Anlasser dran? Ich weiß es nicht. Ich prüfe mal. Ich glaube, ich muss sogar von oben ran. Pass auf, wie ich falsch liege und doch von unten ran muss. Das wäre jetzt der Hammer. So. Nee, ich muss von oben ran. Der Anlasser hängt nur an zwei Schrauben. Und da haben wir dann auch schon das Getriebe, das wir aber von unten abschrauben müssen. Das heißt, wir müssen den Wagen wieder hochbringen. Übrigens, wenn euch hier das ein oder andere Auto bekannt vorkommt, wie das hier zum Beispiel aussieht wie ein Eclipse, Mitsubishi Eclipse, das liegt daran, dass viele Autos halt, echten Autos nachempfunden sind, aber halt nicht lizenziert sind und somit ein bisschen verändert wurden. So. Wir haben hier also eine ganze Menge Schrauben, die wir jetzt lösen müssen. Wir sehen, das Getriebe ist schon hart angegriffen. Und da haben wir die Kupplung. Wir sehen, es ist einmal die komplette Kupplung, die hier neu muss. Und weg. Und weg. Und weg. So. Das Ganze werden wir jetzt einmal bestellen. Dazu könnt ihr standardmäßig diesen Computer benutzen. Oder ihr könnt später im Skill Tree, zeige ich mal ganz schnell, könnt ihr das hier freischalten. Das Tablet. Das habt ihr also dann quasi immer dabei. Und wenn ihr dann T drückt, dann landet ihr nach kurzem Laden in diesem Menü. Hier gibt es also verschiedene Sachen, die ihr hier bestellen könnt. Felgen, Reifen, Nummernschilder, Interieurteile, Karosserieteile und natürlich sämtliche Verschleißteile und alles andere. So, jetzt gehen wir hier auf Schaltgetriebe und wir sehen hier einfach einmal alles neu. Schwungrad, Kupplungsscheibe, die Druckplatte und das Lager. So. Und jetzt habe ich doch glatt das Getriebe selber vergessen, weil das ja auch Moose war. Hier gibt es verschiedene Getriebe. Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr braucht, geht ihr einfach gucken in eurem Ersatzteillager, denn da habt ihr das ja logischerweise alles rumzuliegen. Schaltgetriebe R4. Ja, es ist also auch alles mit vernünftigen Namen versehen. Kein Name ist doppelt. Da haben wir das gute Stück, 617 Euro mit Rabatt. Normalerweise kostet es 650. Dieser Rabatt ist nützlich, weil das quasi für euer Geld nachher ist. Und hier sehe ich schon mal den Auspuff, der im Eimer ist. Oh. Gut, genau.
Wenn ihr dann wieder was zusammenbauen wollt, ja, dann müsst ihr hier auf dieses Plus, Montage von Bauteilen, Modus für Montage von Bauteilen quasi. Steht da nur nochmal. Genau, und dann seht ihr hier quasi, auch wenn ihr keine technisch versierten Menschen seid, seht ihr ja so schemenhaft diese Teile dargestellt, die ihr also wieder montieren müsst. Und da haben wir dann das Teil, dann das Teil, dann kommt die Kupplungsscheibe, die wir festschrauben. Und es kommt das Lager zu guter Letzt drauf. So, dann ist das fertig. Und wir können wieder das Getriebe einsetzen. Natürlich das neue, nicht das alte. Falls ich es vergesse, es nachher zu zeigen, ihr könnt die alten Teile, die ihr habt, entweder reparieren oder halt verkaufen. Ja. Ihr kriegt nicht viel Geld für die Teile, aber es ist besser, als wenn sie bei euch rumliegen, weil das ja auch niemandem Punkte bringt. Und jetzt ist es quasi einfach nur wieder genau den Weg zurück, den wir gekommen sind, was die Bauteile angeht. Denn jetzt ist das hier quasi erledigt und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal die Räder abhaben müssen. Wir müssen an sich nicht mehr unter das Auto, außer für den Auspuff. Von hier. Genau. Ihr seht also so Bauteile, die verschleißen halt also auch ein bisschen langsamer. Die Zustände der Teile sind verschieden. Die sind also nicht immer gleich komplett im Eimer oder komplett heil. So. Ja, das gute Stück Auspuff. Nehmen wir gleich ab. Kaufen direkt neu. Weil der ist Safe-Schrott, das haben wir gesehen. Teile montieren, genau. Auspuff. Tada! So. Glaube nicht, dass wir jetzt nochmal unter das Auto müssen. Ich lasse es erstmal runter. Wenn ihr nicht sicher seid, was ihr noch so alles machen müsst oder könnt, könnt ihr einfach nochmal die Auftragsliste aufrufen und wir fangen hier nochmal ganz von vorne an. Das Auto kann das Auto nicht anmachen, ist noch weggeixt. Ich höre Lärm beim Beschleunigen, der Auspuff ist repariert. Ah, der Krümmer, den habe ich vergessen, wir müssen nachher wahrscheinlich doch nochmal untersauen. Irgendwas rüttelt, Getriebe, das haben wir komplett repariert, das ist durch. Repariertes Schaltgetriebe ist komplett durch. Ne, obwohl der. Genau, Schaltgetriebe. Achso, also diese Punkte haben sich ja alle nur um Schaltgetriebe gedreht. Meine Herren. Ja. Ich vermute, dass, warum er nicht angeht, wird eine Zündkerze einfach ganz plump sein. Wir nehmen hier einfach mal diesen die Hitzeabdeckung ab. Und werden dann sehen, dass einfach der. Genau. Ah, ich muss also erst den Turbolader demontieren. Und dann kann ich den Krümmer abnehmen. Ist also mit wenigen Schrauben getan. Und das war das. So. Meine Vermutung ist jetzt, dass eine der Zündkerzen definitiv am Sack ist. Was ich jetzt prüfen werde. Die beiden sehen gut aus. Die sieht auch gut aus. Das ist jetzt merkwürdig. Sollte nicht gut aussehen. Ich mach mal was. Sind alle Zündkerzen heil? Das ist merkwürdig. Sollten nicht heil sein. Wieso sind die heil? Ja. Okay. Wir machen einfach mal einen Test.
Ich baue das hier mal wieder rauf. So. Dann werde ich als erstes mal den Krümmer ersetzen, weil ich jetzt vergessen habe, wie der hieß. Gucke ich nochmal. Abgaskrümmer R4 Turbo. Schauen wir mal. Müsste der bei Auspuff sein? Nee, bei Motor. Abgaskrümmer R4 Turbo. Das ist das gute Stück. Es kostet 66 Dollar. Sag ich jetzt mal. Oh, montieren. Das Ganze schmeißen wir wieder dran. Dann basteln wir noch den Anlasser dran. Den habe ich nämlich vergessen zu montieren, da bin ich ja ganz ehrlich. Ja, hin und wieder vergisst man halt mal ein Teil. Sollte man sich nicht von abschrecken lassen. Komfort passiert. Jawohl. So. Jetzt schaue ich nochmal. Kann das Auto nicht anmachen? Warum will das Auto denn nicht anspringen jetzt? Das ist eine gute Frage. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. Ob er mir jetzt noch irgendein anderes Ergebnis rausschmeißt? Nö. Gut. Also machen wir einen Test. Bewegen das Auto einfach nochmal vor das Hallentor. Dann wird nämlich Folgendes machen. Wir testen einfach mal ganz doof, ob er jetzt vielleicht anspringt. Ach, guck an, er läuft. Jetzt kann man hier übrigens die Karte aufrufen. Ihr seht hier verschiedene Sachen. Gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, ich gehe einfach mal direkt auf die Teststrecke. Denn ich kann das Auto nicht anmachen, stimmt ja nicht, denn das Auto läuft. Jetzt ist die Frage, warum läuft das Auto, wenn es eigentlich nicht laufen kann? Keine Ahnung. Aber es fährt. Ich fahre hier mit Maus und Tastatur, beziehungsweise fahre ich gerade. Aua! Das ist übel. Fahre ich mit Tastatur. Und das fährt sich ein bisschen wonky. Abgesehen davon, dass es mir gerade tierisch laut vorkommt. Aber ist nicht schlimm, das ist jetzt bloß ein Testlauf. Ist ja kein Rennen. So, dann schauen wir mal, was bei diesem Test rausgekommen ist. Vielleicht will uns das hier ja, oder vielleicht kann uns das hier ja irgendetwas über das Auto sagen. Denn ehrlich gesagt finde ich hier keinen Grund, warum das Auto nicht anspringen sollte. Es ist also gerade ein bisschen witzig. Weil abgesehen davon der Tatsache, dass das Auto ja wirklich läuft und fährt, steht da Bauteil nicht gefunden. In der Regel liegt es ja daran. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Nö, ist alles in Ordnung. Halt safe. Aber irgendwas soll angeblich noch kaputt sein. So, das ist der Punkt, wo es auch mal in Arbeit ausarten kann. Also am Tank sehen wir, ist alles in Ordnung. Vorne ist von den sichtbaren Teilen auch alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, montiere ich den Motor auseinander oder nicht? Aber wisst ihr was? Es kann ja gar nicht mehr so viel sein.
mach's einfach mal. Ich mache jetzt mal was anderes. Ich werde hier einfach mal das Öl ablassen. Ja. Das hier ist also ein Ölbehälter, Ölablassbehälter. Den nutzen wir und lassen uns Öl ab. Genau. Wir stauen den. Wieder zurück. Dann haben wir diese wunderschöne Ölwanne. Und wenn wir die abmontieren, was schnell gemacht ist bei 4 Schrauben, haben wir einen wunderschönen Blick auf die Kurbelwelle und die Kolben. Die sehen wunderbar aus. Hier ist also nichts. So. Lassen wir das Auto wieder runter. Ja, jetzt wissen wir definitiv, dass wir nicht mehr an die Unterseite des Autos ran müssen. So. Jetzt gehen wir uns mal um den Motor kümmern. Und jetzt, wenn wir an dieser Stelle mal Folgendes tun. Ich werde einfach mal... Ich weiß nicht, lohnt es sich hier Nockenwellen runterzunehmen oder zu gucken? Ja, definitiv. Ich werde jetzt also Folgendes machen. Ich werde einfach mal das hier runternehmen. Die Zündspulen. Den Zylinderkorb. Und dann sehe ich zwei perfekt intakte Nockenwellen. Okay. Wieder ein Fehler ausgeschlossen. Okay. Das heißt, im Motor selber scheint safe alles in Ordnung zu sein. Ja, hier vorne hatten wir alles auseinander, hier hinten ist nicht viel. Hier ist auch alles in Ordnung. Das heißt, wir gucken uns mal hier was an. Wir gucken einfach mal, wie denn der Luftfilter von dem Fahrzeug aussieht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der Luftfilter dafür verantwortlich ist, so sauber nicht springt. Nee, das ist in Ordnung. So. Das bedeutet, es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache, wo wir quasi nachgucken können. Und das ist quasi das hier, ja, dieser ganze Riemenschlüssel, den wir hier einfach mal abnehmen werden. So, ach ja, na klar. Okay. Diese Räder sind auch alle nur jeweils immer mit einer Schraube gesichert. So, das ist die Wasserpumpe, die hängt am Meer dran. So, wenn es jetzt dahinter nicht liegt, bin ich offiziell ratlos. Okay, damit bin ich offiziell ratlos. Ja, wirklich. Der Wagen müsste funktionieren. Es gibt nichts, was hier nicht... Ich habe eigentlich alle Teile gecheckt. Es ist alles in Ordnung. Okay, also... Bauen wir das wieder zusammen. Wirklich, was das jetzt im Bauteil ist. Ich meine, wenn wir jetzt nicht gerade durch Zufall über irgendwas gestolpert sind, was wir gleich in der Liste sehen werden, weiß ich nicht, was es sein soll, weil ich habe offiziell hier alles geprüft, was es an dem Motor zu prüfen gibt. Ah.
Die Einspritzleiste werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Okay, ich habe einen Verdacht. Check ich einfach mal. Hey, ist voll in Ordnung. Ich verstehe das nicht. Es ist alles voll in Ordnung. Bauteil nicht gefunden? Nö. Wurde auch nicht gefunden, weil nichts mehr ist. Ehrlich gesagt. Ja, gut. Dann schrauben wir das wieder zusammen. So. Gut. Also, ich kümmere mich jetzt noch weiter ein bisschen um den Wagen. Das mache ich aber auf keinen Fall. Ich hoffe, ja, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt einfach den Like-Button. Ich werde bestimmt noch ein, zwei Folgen so davon schmeißen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge von irgendeinem meiner Videos wieder. Bis dann, tut mir einen Gefallen und macht dir einen schönen Tag. Ciao!